Herr Hoffmann, die ersten Mitglieder haben sich dazu entschlossen, eine lebenslange Mitgliedschaft beim HSV abzuschließen. Heute werden Sie dafür geehrt. Ist das ein großer Tag für den HSV heute? Ja, ich glaube, das ist ein großer Tag für den HSV und natürlich auch ein großer Tag für die Mitglieder, die sich entschieden haben, wirklich tatsächlich sich lebenslang zum HSV zu bekennen. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein schöner Feiertag für uns alle. Wie viel bedeutet Ihnen das, dass Uwe Seeler heute auch hier ist, dass er nicht nur die Mitgliedschaft auch abgeschlossen hat, sondern dass er heute auch anwesend ist? Ja, das ist natürlich besonders schön für uns, Uwe Seeler als Ehrenbürger der Stadt Hamburg und als man das Aushängeschild des HSV auch hier heute begrüßen zu können an historischer Stätte, das macht den Tag nochmal ganz besonders. Das Geld bleibt im e.V. Was können Sie den Mitgliedern versprechen? Worin wird das Geld investiert? Ja, das Geld wird natürlich in Vereinszwecke investiert. Es gibt uns so ein bisschen Polster für Maßnahmen in Infrastruktur, aber natürlich in erster Linie in Steine und nicht so sehr in Beine, wie das in der Fußball-AG der Fall wäre. Ja. 130 Mitglieder haben sich jetzt dazu entschlossen, die lebenslange Mitgliedschaft abzuschließen. Was ist Ihr Ziel? Welche Marke wollen Sie vielleicht auch knacken? Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir so viele Mitglieder wie möglich für diese Idee begeistern können. Und natürlich unsere magische Zahl beim HSV hat natürlich mit dem Gründungsdatum zu tun, das ist 1887. Und wenn wir irgendwann in diese Richtung, in diese Marke marschieren können, dann wären wir natürlich sehr, sehr froh. Der Zuspruch der Fans ist allgemein sehr groß. Auch die normalen Mitgliedsanträge, die stapeln sich. Anders sieht es bei den VIP-Kunden aus. Sie kümmern sich ja persönlich darum, dass die Bilanz da besser ausfällt. 40% haben ihr Kündigungsrecht wahrgenommen. Wie weit sind Sie da aktuell, die abgewanderten VIP-Kunden zurückzugewinnen, vielleicht auch neue dann wieder zu finden? Na, wir wissen natürlich, dass wir unseren ganz treuen auch VIP-Kunden auch eine Menge zugemutet haben in den letzten Jahren. Und da ist die Begeisterung und Leidenschaft für den HSV zu entfachen natürlich nicht ganz so einfach. Aber das machen wir genau wie in anderen Bereichen Schritt für Schritt, ganz bodenständig und mit der Aussicht, ganz besonders uns zu engagieren, eine erfolgreiche Saison in der nächsten Spielzeit zu spielen. Und ich hoffe, dass wir bis zum ersten Saisonheimspiel Anfang August unsere Bilanz auch hier deutlich verbessern können. Haben Sie einige VIP-Kunden, die Ihr Kündigungsrecht wahrgenommen haben, schon zurückgewonnen für den HSV oder sind Sie noch in Gesprächen? Wir sind in Gesprächen, aber natürlich auch gibt es schon auch eine ganze Reihe, die sich auch in dieser schwierigen Phase zum HSV bekannt haben. Aber es ist natürlich nicht so gut, als dass es nicht noch verbessert werden könnte und daran arbeiten wir hart. Sie sind ja nun auch Vorstandsboss der AG. Seid Ihr neuer Vorstandskollege Ralf Becker beim HSV? Es gibt immer wieder Gerüchte, Bernhard Peters könnte den Verein verlassen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wird er gehen? Ich glaube, also, da bringt es nichts, wenn wir über irgendetwas und über irgendwas reden, sondern es ist immer ganz gut, wenn man miteinander spricht und das passiert und dann wollen wir mal schauen, was rauskommt. Ich muss natürlich trotzdem nochmal nachhaken, sollte Bernhard Peters den Verein verlassen, sehen Sie den HSV dann noch gut aufgestellt im Nachwuchsbereich oder müsste man jemanden extern verpflichten oder könnte die Lücke auch intern geschlossen werden? Also im Moment hat Bernhard Peters einen Arbeitsvertrag beim HSV und im Moment gibt es auch kein Anzeichen dafür, dass sich das verändert. Jetzt haben wir ganz viel über die Fans gesprochen und die positive Entwicklung im Rahmen dessen. Nichtsdestotrotz fallen Vereinzelte immer wieder auch negativ auf. Zuletzt gab es den Platzsturm einiger HSV-Fans in Altona beim Spiel Teutonia gegen Kiel. Was kann der HSV tun, um da auch wieder Herr der Lage zu werden? In jedem Auswärtsspiel in der Rückrunde wurde auch Pyrotechnik gezündelt. Im letzten Heimspiel gegen Gladbach gab es auch unschöne Szenen. Ja, was können Sie tun, um die Situation zu verbessern? Wir arbeiten hier mit den Behörden, aber natürlich auch mit den Fanbeauftragten und unseren zum Supporters Club zusammen, dass wir diese vermeintlichen Fans des HSV, die aber nur unter der Raute auftreten, mit uns aber nichts zu tun haben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, dass wir die identifizieren und dann auch aus dem Stadion raus haben. Nichtsdestotrotz geht die Entwicklung ja eher dahin, dass es immer mehr Zwischenfälle gibt. Haben Sie da auch Ihr internes Konzept hinterfragt und möglicherweise sich da auch neu aufgestellt, weil dass der HSV mit den Behörden zusammenarbeitet, das ist ja nicht erst seit heute. Nein, also haben völlig recht, aber wir sind auch dabei, das alles zu überprüfen und uns für die neue Saison hier auch gut aufzustellen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison mehr auf dem Platz als neben dem Platz für Schlagzeilen sorgen. Ein anderer Mann, der eigentlich immer wieder für Schlagzeilen gut war in der Vergangenheit, war Klaus-Michael Kühne. Zuletzt ist es etwas ruhig um ihn geworden. Haben Sie ein Agreement mit ihm getroffen, dass er sich möglicherweise etwas zurückzieht medial? Wir sprechen mehr miteinander als übereinander. Das hat sich in den letzten Wochen bewährt. Also Sie sind im regelmäßigen Austausch mit Herrn Kühne?
ist ein ganz wichtiger Partner und selbstverständlich sind wir in ständigem Austausch. Ja, vielen Dank. Danke.